Balletttanz als dickes Mädchen ist natürlich eine Besonderheit. Ich war 8 und wir hatten so eine ganz blöde klassische Aufführung, wahrscheinlich irgend sowas wie Schneewittchen oder sowas. Und es sollte einen Freitanzmoment geben. Weil ich Freitanz total mochte, hatte ich ganz fest damit gerechnet, dass ich jetzt endlich mal diesen einen Slot, also diesen kurzen Slot mal kriege. Und dann hat sie sich wirklich entschieden für ein anderes Mädchen. Die Fetten gehören in die letzte Reihe. Das war für eine Ballettschule, ist das einfach kein, das geht nicht. Also, dass die Fette überhaupt auf die Bühne darf, ist schon ein Riesenprivileg.